Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface-Schminki für dich mit Influencer-Produkten und zwar, ja, Kooperationsprodukte, eigene Marken und so, richtig geil. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte einfach mal mit dem Pulli hier, den ich trage, den ich super toll finde. Das habe ich euch ja auch schon in meinem Haute Couture-Haul vorgestellt hier, mein Try-On-Haul. Das ist die Marke, die die liebe Tara, Tamtam Beauty, zusammen mit ihrem Mann, ihrer Schwester und ich glaube ihrem Schwager zusammen auf die Beine gestellt hat. Und ja, den habe ich heute an, schön kuschelig warm, denn draußen ist es gar nicht mal so warm. Und dann starten wir jetzt mal mit den Produkten, die ich in mein Gesicht gebe. Da fange ich an mit einem Primer. Das ist der Perfecting Primer von Judith Williams. Judith's Perfecting Primer. Hautverfeinerung, Matteffekt, Feuchtigkeit. Und hier ist das Schätzelein. Feuchtigkeit ist richtig gut für meine Haut. Auch wenn ich eine ordentliche Hautpflege schon drauf habe. Ein Primer ist bei mir wirklich unerlässlich. Der kommt leicht gelig-milchig raus. Ne? Und den arbeite ich mir aber einfach mit meinen Fingern ein. Der ist echt klasse. Kann ich euch empfehlen. Müsste es auch noch im DM geben. Wirklich mattierend. Ein bisschen, ne? Also er nimmt schon so ein bisschen den Glanz runter, aber gleichzeitig gibt er dadurch, dass er Feuchtigkeit spendet, auch noch ein frisches Aussehen. Als nächstes habe ich von Charlotte Tilbury die Airbrush Flawless Foundation und die habe ich in der Farbe 1 Neutral. Charlotte Tilbury ist ja eigentlich dadurch, dass sie Make-up-Artistin ist und ja, bekannt geworden, ne? Und hat dann ja ihre Marke später gegründet und dementsprechend sehe ich sie halt auch in gewisser Art und Weise als Influencerin. Einarbeiten werde ich das zunächst mit dem Pinsel von BH Cosmetics in Kooperation mit der lieben Mrs. Bella. Das ist der Foundation Buffer. Und da habe ich jetzt hier zwei Pumphube auf meiner Mischplatte. Und trage das erstmal grob in meinem Gesicht auf. Der liebe Maxim Giacomo tüftelt aktuell an seiner eigenen Marke, hat aber in der Vergangenheit schon das ein oder andere Kooperationsprodukt rausgebracht. Unter anderem hat er hier mit Lovia das Schwämmchen herausgebracht, was ich echt gut finde. Habe ich im Doppelpack hier bei mir zu Hause und damit arbeite ich jetzt die Foundation einfach nochmal in mein Gesicht ein. Eine Influencerin, die, ich glaube, in Amerika vor allem aktiv ist, ist Kimchi Chic. Und die hat, das kann man bei Beauty Bay kaufen, den The Most Concealer rausgebracht. Die hat eine komplett eigene Brand. Da habe ich euch auch mal mit einer Lidschattenpalette einen mega tollen Look geschminkt. Und das ist der Multitask Superstar. Ich verwende den vor allem als Concealer. Damit kannst du concealen, abdecken, korrigieren und konturieren. Und ich habe die Farbe TNC02 Peachy Ivory. Es ist eine Tube, wo du oben das Produkt in die Pinselhärchen reinpumpen kannst und das dann unter dein Auge platzierst. Das ist ein Concealer, der relativ fest ist. Man sieht es auch. Hat auch ein bisschen was von dem Under Eye Corrector von Becca. Den gibt es aber auch noch in unterschiedlichen Farben. Ich habe es jetzt in rosa genommen, weil er bei mir tatsächlich wahrscheinlich am meisten Augenringe abdecken muss. Und das machen die mit rosa am besten bei mir. Ich gebe den trotzdem hier unten auch nochmal auf ein paar Unreinheiten drauf. Um den Concealer einzuarbeiten, habe ich hier von der eigenen Beauty-Marke von Tara, von Tamtam, den 0709, das ist der Lover-Pinsel. Den kann man für alles Mögliche verwenden. Den kannst du auch theoretisch verwenden, um Foundation einzuarbeiten. Der ist sehr, sehr fest gebunden. Damit kannst du cremige Konturprodukte und sowas auftragen. Du kannst damit Highlighter auftragen oder eben, und das mache ich sehr, sehr gerne, Concealer einarbeiten. Jetzt brauche ich einen Spiegel. Und das mache ich jetzt auch mal. Es ist natürlich jetzt super hell, deswegen gehe ich nochmal mit dem Schwämmchen, wo noch ein bisschen Restprodukt ist, drüber und arbeite das schön ein. Ne? Das sieht man, dass da sich was tut. Was ist das für ein Satz gewesen? Okay. Die liebe Judith begegnet uns nun erneut und zwar haben wir hier den Judith Eyelid Fix and Primer. Haltbarkeit, Farbkraft und Pflege. Das kannst du entweder solo tragen oder du kannst es als Lidschattenprimer verwenden, so wie ich das gerne mache. Weil der hat halt auch einen Schimmer mit drin. Ich gebe mir nur ein bisschen was auf die Augenlider und nehme mir dann wieder den Pinsel von Tamtam Beauty, um das auf meinen Augenlidern zu verteilen. Auch die liebe Dominique von Dominique Cosmetics hat ein Produkt bzw. eine komplette Linie rausgebracht.
gebracht. Ja, da habe ich jetzt hier das Setting Spray, das Fixing Spray, das irgendwie einen bestimmten Namen, Ultra Hydrating Fine Mist, und das hat einen richtig tollen Sprühnebel. Das bekommt ihr auch bei Purish, sowie viele, viele andere Produkte hier aus dem Video. Habe ich euch auch alles unten in der Infobox entsprechend gekennzeichnet. Denn mit dem Code CLAUDISWELT15 bekommst du nochmal 15% Rabatt. Und ja, genau, das ist ein Affiliate-Code, das heißt, da verdiene ich auch ein paar Cent dran. Aber genau, ja, wollte ich nur mal gesagt haben, weil das ist wichtig, finde ich, ne? Da fixieren wir alles, beziehungsweise setten das Ganze einmal. Das ist so ein schöner Sprühstoß. Und soweit ich das gesehen habe, ist die liebe Dominique auch als Influencerin gestartet oder ist auch selber eine Influencerin und hat dann ihre eigene Kosmetiklinie herausgebracht. Wir alle kennen viele Paletten von ihr, Lidschattenpaletten, die Latte 1, die Latte 2, die Transition, wahnsinnig schöne Paletten. Die Now or Never Palette ist jetzt ja auch ganz neu gelauncht. Ein richtig schönes, feines Fixing Spray. Ach, schön. Okay, als nächstes habe ich hier ein Puder, ebenfalls von Tamtam Beauty, von der lieben Tara. Das ist dieses hier. Das ist aus der Bridal Collection. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird sie diese Kollektion auch nochmal in ihren Online-Shop mit reinbringen. Das heißt, es wird nicht lange dauern, dann können wir das auch wieder nachkaufen. Wir haben da so ein Puffelding mit dabei, bin ich nicht so Fan von. Und ja, dann gebe ich mir erstmal ein bisschen was von dem Puder hier auf. Das ist das Loose Translucent Powder. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel genommen. Und dann habe ich hier einen Pinsel von Letizia Lehmark. Ich glaube, das ist die Black Edition oder sowas, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Echthaarpinsel. Und dann nehme ich mir ein bisschen Produkt auf dem Pinsel auf und damit sette ich unter meinen Augen. Letizia Lehmark hat ja auch schon, oh, ist das geil, mit Love zusammen eine Face-Palette rausgebracht. Und ja, mittlerweile hat sie auch einen eigenen Online-Shop. Sie ist Make-up-Artistin, hat man auch schon öfters mal bei Hatice Schmidt auf dem Kanal gesehen. Und ja, sie hat, wie gesagt, ihre eigenen Pinsel. Ich glaube, ich verlinke euch da einfach mal direkt den Online-Shop auch unten in der Infobox. Oh, ist das, das ist wie Streicheln. Das müsste Ziegenhaar sein. Und dann nehme ich einen Pinsel von Bitik. Das ist die Marke von Dagi Bee. Hier habe ich den P002 Pinsel. Und den müsste es auch noch in ihrem Online-Shop geben. Und gehe dann in das Puder rein. Sette mein komplettes Gesicht mit Puder. Ein mega tolles Puder, was natürlich jetzt sehr, sehr matt wirkt, aber Leute, es haben genug Produkte noch mehr Platz in meinem Gesicht. Nein, es haben auch noch weitere Influencer-Highlighter und sowas rausgebracht. Das heißt, es wird nicht bei diesem Geisterface bleiben. Kommen wir nun zu zwei verschiedenen Bronzern, und zwar hat Love mit verschiedenen Influencern schon Bronzer rausgebracht. Ich starte mit dem Love in Kooperation mit Lou, Some Good Contouring Powder. Das ist dieser hier. Love the Person You Are Becoming steht hinten drauf. Das finde ich sehr, sehr hübsch geschrieben. Hier haben wir einmal den Bronzer. Und ja, er erinnert uns sehr an einen Bronzer, den wir gleich auch verwenden werden. Den trage ich mir auf mit einem Pinsel von Luvia in Kooperation mit Luisa Creschen. Sie hat ja mittlerweile auch ihre komplett eigene Marke. Kommen wir auch gleich zu. Hier habe ich die E208, den Powder Brush. Und da gehe ich dann einfach in den Bronzer rein und trage ihn mir auf. Ich war übrigens sehr verwundert, dass diese Kooperation noch so lange verfügbar ist oder war. Also diesen Bronzer von Love mit Lou, den gibt es, glaube ich, immer noch bei Purish. Und Leute, das ist ungefähr fast genau der gleiche wie der mit Hatti. Das werden wir gleich sehen, denn der kommt auf die andere Seite. Farblich sehen wir schon, dass der sehr, sehr, sehr gut mit meiner hellen Haut funktioniert und dass er einen leichten Bronzy-Effekt gibt. Das ist nicht zu intensiv, aber es ist halt sichtbar und er ist aufbaubar, wenn man ihn aufbauen möchte. Ich finde den richtig schön und für mich extrem gut tragbar, wenn ich das mal so sagen darf. Mega Empfehlung. Auf die andere Seite gebe ich mir selbstverständlich Bronze die Wand an. Love in Kooperation mit Hatice Schmidt habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Also es ist, ne? Okay, ja, Bronze die Wand an. Und
So schaut er aus, ist schon gut benutzt worden. Der sieht jetzt ein bisschen dunkler aus. Jetzt habe ich die Pinsel eigentlich vertauscht. Egal, hier habe ich von Karl Lagerfeld in Kooperation mit Model Co. einen Pinsel, was eigentlich eher so ein abgeschrägter Blush-Pinsel ist, ne? So, ich dippe da jetzt einfach mal so rein und trage mit dem Bronzer auf. Kann man auch super als Kontur verwenden. Und er passt halt zu vielen verschiedenen Hauttönen. Das war halt auch das, wovon alle auch immer so geschwärmt haben. Und ja, im Prinzip passt der genauso wie der zu sehr vielen Hauttönen. Und farblich sehe ich, wenn ich die beiden auftrage und damit den Tag verbringe, ehrlich gesagt keinen Unterschied. Und ich habe das schon öfters einfach mal im Vergleich so für mich getragen. Ich sehe keinen Unterschied. Kommen wir nun zu zwei verschiedenen Blushes. BH Cosmetics hat mit Mrs. Bella diese wunderschöne, wunderschöne Peachy Palette rausgebracht. Das ist eine Blush Palette bestehend aus drei verschiedenen Tönen. Und da gehe ich jetzt mit dem Pinsel von Kisu, denn die hat ein eigenes Pinselset rausgebracht. Im Prinzip in alle Töne. Und den trage ich mir einfach mal hier auf. Ein wirklich schöner, wirklich toller Ton entsteht dabei, wenn man alle miteinander einfach verbindet, ne? Mag ich gerne leiden. Und einer von den Tönen hat nämlich einen Schimmer mit drin, glaube ich. Der mittlerste Ton müsste das sein. Und deswegen bekommt man auch so einen schönen Schimmereffekt auf der Wange. Wahnsinnig toll. So viel zu der Seite Blush. Richtig geil. Ich finde, Mrs. Bella ist auch so eine der ursprünglichen deutschen YouTuber im Bereich Beauty, die ich mir einfach auch super gerne angucke. Und ich fühle mich auch immer so ein bisschen, das ist so witzig, weil ich bin eigentlich älter als sie mit meinen bald 32 Jahren, ne? Das ist total ulkig. Aber wenn ich sie schaue, wirklich, also fühle ich mich, als wäre ich glaube, 10 Jahre jünger oder so, ne? Also als wäre sie quasi älter als ich. Bekloppt. Aber es ist so. Huch. Hatice Schmidt hat ja ihre eigene Kollektion Hatice Schmidt Labs rausgebracht. Und in der Day-Palette verbergen sich auch ein Blush-Bronzer und ein Highlighter-Ton. Und zwar Smile, Day und Nebula. Und ich werde jetzt Smile auftragen, um ihn als Blush zu tragen. Dafür habe ich jetzt hier einen Pinsel von Letizia Lehmark, auch aus dem Name vergessen Pinselset. Und da gehe ich ganz vorsichtig in Smile rein. Ein bisschen was auf dem Pinsel, klopft das vorsichtig ab und trage mir den hier auf der Seite auf, wo ich auch schon quasi ihren Bronzer habe. Sehr, sehr schön frisch auch wieder auf dieser Seite. Und ja, das ist halt jetzt hier einmal, ne, Peachy Blush, Rosé Blush, egal. Finde ich schön. Mag ich. Die Produkte, die meisten Influencer rausgebracht haben, sind Pinsel, Lidschattenpaletten und Highlighter. Deswegen habe ich jetzt auch echt Probleme, den richtigen Highlighter zu finden. Claudi 5, 5 Euro Rabatt bei Waterdrop übrigens ab 25 Euro. Okay, ich habe jetzt aber schon mal drei rausgesucht, die ich auf jeden Fall verwenden möchte. Wird ein bisschen schwierig bei zwei Gesichtshälften, aber ich habe ja hier und meine T-Zone quasi. Da habe ich einmal von der lieben Rafa den Rafa's Plastic Life. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ist das nicht hier der Blending des Todes? Genau. Mega geil. Die hat das so ein bisschen Polly Pocket-mäßig aufgebaut, ne? Richtig schöner, intensiver Champagnerton. Der ist schon krass. Ne? Die sind jetzt hier alle krass. Dann habe ich Christine von Crash Cosmetics. Hammermäßiger Highlighter. Wahnsinn. Da wirst du dein Leben lang mit auskommen. Hat so ein Netz mit drin. Sieht im Prinzip so aus wie viele lose Puder. Ne? Also allein, dass es so aufgemacht ist, schreit einen schon an. So, hallo, das wird dir Pigment geben. Und ich weiß gar nicht, wo ich den hinpacken werde. Das ist Niki Tutorials in der Kollaboration mit Ofra Cosmetics. Ihr Highlighter Space Baby. Der ist kühl, ne? Das ist jetzt richtig intensiv. Aber ja, wir kriegen das hin. Ich werde jetzt links und rechts, denke ich mal, einfach die, das mache ich. Rafa's Plastic Life verwende ich erstmal auf dieser Seite. Dafür verwende ich einen Highlighter-Pinsel von Boutique. Das musst du nicht intensiv, ne? Du gehst einmal kurz durch und hast direkt hier den Blending des Todes, wie sie es ja auch schon verspricht. Das ist Wahnsinn. Ich finde, die hat echt geile Sachen rausgebracht, ne? Der gefällt mir. Der ist echt schön. Okay, ja, ne? Dann gehen wir in Christine rein. Dafür verwenden wir auch einen Pinsel von Luisa in Kooperation mit Luvia natürlich. Da muss man jetzt wirklich aufpassen, weil Christine knallt.
Christine ist nass, sie ist wunderschön und ne, die kannst du so dezent auftragen. Oder du baust da nochmal ein bisschen was drüber und siehst schon, wie die Schimmerpigmente durch die Luft fliegen, während du ihn aufträgst. Es ist einfach ein loser Highlighter, ne? Das merkt man schon. Das ist ordentlich. Es ist wirklich ordentlich. Es ist mega geil. Mega geil. Und ey, wie viele Pinsel ich nachher einfach waschen muss. Egal. Die letzte im Bunde, Niki Tutorials. Von ihr könnte ich jetzt theoretisch auch die Lidschattenpalette verwenden. Aber ich habe jetzt hier gleich eine andere. Dann nehme ich den Highlighter-Pinsel aus dem Mrs. Bella Set mit BH. Gehe nur wirklich vorsichtig rein. Klopfe ab und versuche das nicht allzu eskalativ aufzugeben. Aber es ist schon... Es ist schon krass, vor allem, weil ich das jetzt hier ins Zentrum mache, ne? Ja, 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 ja. Ist so leicht holographisch. Also das ist eigentlich ein Highlighter, den ich so tragen würde, wenn ich zu ganz bestimmten Momenten rausgehe. Keine Ahnung, wenn mal irgendwann wieder möglich partymäßig irgendwas abgehen sollte, dann würde ich den da tragen, weil das ist halt da wirklich auffällig. Aber im Alltag ist er mir dann doch zu intensiv und ich habe ihn jetzt super leicht aufgetragen und man sieht nur einen minimalen blau-lila Schimmer, sage ich mal, so auf meinem Gesicht. Das reicht. Dann widmen wir uns jetzt mal den Augenbrauen, um diesem Gesicht ein bisschen mehr Kontur und Dimension zurückzugeben. Ich weiß es nicht, da habe ich hier von Karl Lagerfeld in Kooperation mit Model Co. einen. Den hatte ich mal in einer Beautybox mit drin. Der sieht relativ dunkel aus und ich habe immer ein bisschen Angst davor. Aber wenn ich das vorsichtig mache, sollte es funktionieren. Um meine Augenbrauen durchzukämmen, verwende ich hier einen Pinsel, ein Spoolie vielmehr, von Kisu, was auch in ihrem Pinselset mit drin war. Und um mich anzugucken, verwende ich einen Spiegel von Crash Cosmetics. Den habe ich hier immer liegen, den finde ich total super. Und ja, Augenbrauen, los geht's. Es ist jedes Mal so eine Sache, wenn ich den verwende, dass ich mich wieder daran erinnern muss, wie sanft ich diesen Augenbrauenstift auftragen muss. Also ich streichle quasi mit dem Stift nur meine Augenbraue, meine Härchen und bekomme dann dieses Ergebnis. Wenn ich das dann halt ausbürste und einarbeite, sehe ich, wie geil das Ergebnis ist, weil es ist sehr natürlich und tatsächlich auch sehr schön. Der Akku ist gewechselt und jetzt können wir uns in Ruhe dem Lidschattenlook zuwenden und da habe ich von Made by Mitchell die Feet on the Ground Palette. Die habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, einfach mal einen schönen Look mit euch zu zaubern. Ja, einen Schubert drum zu. Den brauche ich nicht mehr. Ciao. Und ja, das ist eine riesengroße Palette, Leute. Na, darüber brauchen wir gar nicht reden. Die ist größer als meine Altersversicherung, Altersvorsorge. Die ist echt riesig und die enthält richtig geile Farben. Die Palette schreit für mich sehr nach einem Halo-Eye-Look, den ich schon länger, glaube ich, nicht mehr geschminkt habe. Zuallererst nehme ich einen Pinsel von Alicia Marie in Kooperation mit BH Cosmetics. Das ist die Nummer 1, glaube ich. Ja, so ein Shader-Pinsel. Und gehe in die Farbe Salt Bae. Das ist nicht ganz ein neutraler Ton, denn der hat einen leichten Grünschiff mit drin. Den trage ich auf meinem kompletten Lid auf, um einfach meine Base zu setten. Als nächstes nehme ich von Letizia Lemark aus dem veganen Pinselset so einen Shader-Pinsel. Und wir gehen direkt in die vollen. Ich gehe in die Farbe Venom. Das ist so ein schöner, satter Ton, so ein schönes Petrol-Tönchen. Und den setze ich mir sowohl nach außen hin. Wow, hi Pigment! Du hier? Und auch nach innen hin setze ich mir den schon und schaffe so die erste Base fürs Halo Eye. Wow, krass. Wie ich einfach hiervon schon beeindruckt bin, ne? Sowohl von dem Pinsel als auch von der Qualität des Lidschattens. Mit dem Mini Crease Brush von Luisa in Kooperation mit Luvia und dem Ton Bittersweet, das ist dieses sehr helle Apfelgrün, blende ich außen den Ton ein bisschen aus. Das gibt am Übergang nochmal so einen richtig neuen Ton. Also ich finde es voll schön, Leute. Auch im Innenwinkel blende ich den Ton hiermit ein bisschen an den Kanten aus.
Dann nehme ich mir wieder den Pinsel von Alicia Marie in Kooperation mit BH Cosmetics, den 1er, und gehe in den Ton Gem Trail. Das ist so ein Limonengelb. Oder auch Zitronengelb. Ja, Zitronengelb wird es mehr passen. Treffen, wie auch immer. Und den setze ich mir auf mein Zentrum. Ziehe den auch schon ein bisschen höher. Gott, das macht gerade so viel Spaß, weil das so leicht funktioniert und irgendwie so schön aussieht. Das Resultat gefällt mir schon jetzt, obwohl ich noch keine Schimmertöne aufgetragen habe, noch keinen unteren Wimpernkranz. Voll geil. Ich bin gerade baff, Leute. Was ist das für eine geile Lidschattenpalette? Ich habe nämlich auch gar nicht das Gefühl, als müsste ich jetzt irgendwie die Übergänge noch groß verblenden oder so. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel von Luvia mit Luisa. Gehe wieder in Gem Trail rein. Ich habe hier irgendwie, da will der Ton noch nicht so ganz drauf, auf mein Schlupflid. Und dann kann ich direkt auch anfangen und hier nach oben hin verblenden. Nice. Guckt euch das an. Wie schnell. Also ich filme jetzt, ne? Seitdem ich mein Akku gewechselt habe, 9 Minuten und 20 Sekunden und habe schon das Ergebnis. Das ist heftig. So, wir sind jetzt ja mit diesem Pinsel hier am Start, deswegen nehme ich den auch erstmal weiterhin, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Auch die liebe Kisu hat in ihrem Pinselset so einen Point Brush Pinsel und den verwende ich, um so ungefähr genau das gleiche, was ich hier oben gemacht habe, hier unten einfach mal zu wiederholen. Ich nehme jetzt von Marvin Magnificent in Kooperation mit BH Cosmetics diesen wunderschönen Lidschattenauftragepinsel. Der ist lang, der ist festgebunden und der ist super geil. Da gehe ich jetzt in die Farbe Limeade. Das ist dieses Limetten-Schimmer-Wow-Grün, hellgrün, mega geil. Gehe ich einfach mit dem Pinsel durch und kriege es auch direkt auf den Pinsel. Ich möchte versuchen, das aufzugeben, ohne den Pinsel anzusprühen und gebe das auf mein Zentrum über den gelben Ton, den ich ja schon aufgetragen habe. Der kommt nicht so super intensiv raus, wie ich gedacht habe, passt aber farblich mega. Ich schaue mal, wie das aussieht, wenn ich den mit dem Finger drauf gebe. Ja, da schreit der guten Morgen, ne? Dann habe ich hier in dem Pinselset von Letizia Lehmark auch einen sehr festgebundenen Shader, der aber super fluffig ist. Dürfte auch echt Haar sein, ne? Und den möchte ich verwenden, um Bless You, das ist dieses Champagner-Goldgelb-Schimmertönchen. Wow. Den möchte ich gerne in meinen Innenwinkel geben. Der greift auch ordentlich Farbe auf. Und der strahlt auch toll. Hammer. Den möchte ich auch genau auf mein Zentrum setzen, um hier den Halo-Effekt noch ein bisschen zu verstärken. Sieht man jetzt nicht so super intensiv? Ja doch, ja doch. Und ich gebe mir dann auch die Reste davon einfach hier unter meinen braunen Bogen. Und mit genau diesem Pinsel und auch der Farbe Bless You gebe ich mir am unteren Wimpernkranz auf das Gelb ein bisschen Farbe, Pigment, Glitzer, Liebe. Die Glitzertöne haben ein kleines bisschen Fallout gehabt, aber ich habe sie ja auch nicht angesprüht. Ist das nicht schön? Ist das nicht... Ich lege die Palette mal zur Seite und komme näher, weil ich bin gerade so baff. Ich finde das mega, mega geil. Und das hat jetzt nicht lange gedauert, ne? Ich filme jetzt seit 17 Minuten und 59 Sekunden. Genau. Und habe den Look so hingekriegt. Das finde ich krass. Ja, herzlich willkommen in meiner Sammlung, liebe Made by Mitchell Feet on the Ground Palette. Das hast du gut gemacht. Fixieren wir das Ganze nochmal mit dem Dominique Cosmetics Setting Spray und tapern das in mein Gesicht ein mit dem Schwämmchen von Maxime Giacomo mit Luvia. Gott, ich habe so viele Pinsel verwendet, also... Naja, aber man möchte ja auch irgendwie jeden hier erwähnen, ne? Weil die haben echt gute Arbeit geleistet. So, hier kommen wir zu einer etwas umstrittenen Marke. Und zwar bin ich hier bei KVD Beauty, wie sie mittlerweile heißen. Da habe ich den Tattoo Liner. Ich habe damals Miami Ink geguckt. Das war so eine Serie, die kam auf D-Max. Und da war Kat Von D eine von den Tattoo-Künstlerinnen. Das Ding bei
Kat Von D bzw. mittlerweile KVD Beauty ist, dass sie ja gar nicht mehr dort tätig ist. Da gab es Probleme und deswegen ist sie nicht mehr dort tätig. Trotzdem zählt das hier für mich als Influencer-Marke noch, weil noch steht ja Kat Von D drauf. Der Tattoo-Liner ist halt super bekannt und der hat vorne ein Pinselspitzelchen, genau, es ist eine Pinselspitze und keine Filzstiftspitze und das finde ich sehr schön, damit kann man sehr toll arbeiten und das kommt jetzt auch noch mit dabei hier. Kannst du halt super mitarbeiten, ne? Ist für mich auf jeden Fall ein gutes Produkt an sich. Mittlerweile nicht mehr ganz so fresh wie am Anfang, aber er malt halt trotzdem noch recht gut und ich kann ihn voll empfehlen. Jetzt habe ich hier zwei wundervolle Mascaren, die ich mit euch verwenden möchte. Und zwar ist es von Kat Von D bzw. KVD Beauty die Go Big or Go Home Mascara und auf der anderen Seite von Charlotte Tilbury die Pillow Talk Push Up Lashes Mascara. Ja, wirklich vergleichen kann man jetzt die Bürstchen nicht unbedingt, also so gar nicht, ne? Es sind beides kegelförmige Bürstchen, Punkt. Die Kat Von D Go Big or Go Home Mascara ist ein sehr voluminöses Kunsthaarbürstchen, während die Pillow Talk Push Up Lashes Mascara von Charlotte Tilbury ein Gummi-fast schon Plastikbürstchen ist, was halt auch sehr fancy aussieht und die werden jetzt aufgetragen. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ich sag mal so, bei so einem Augenlook ist es für eine Mascara unheimlich schwierig, überhaupt auffällig zu sein. Und beide Mascaren haben es geschafft, sichtbar zu sein. Und das finde ich ziemlich cool. Also die Go Big or Go Home ist bei weitem nicht so intensiv wie die Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Das muss man wirklich dazu sagen. Also die hier gefällt mir deutlich besser. Aber sie haben beide bewiesen, dass sie was drauf haben. Und das finde ich ziemlich cool. Es ist ziemlich krass, wenn man sich so das Gesamtkonzept bislang anguckt, ne? Ich habe viele intensive Produkte auf meiner Haut. Auch die Augenbrauen zum Beispiel, ne? Die wirken nicht mehr so hart und so intensiv, weil der Augenlook so heftig. Ich bin baff, wirklich. Okay, jetzt habe ich von House Laboratories einen Lip Liner. Der ist von Lady Gaga, also beziehungsweise House Laboratories ist die Marke von Lady Gaga. Ich habe die Farbe Myth. Und ja, ist einfach so ein Nude-Stift zum Anspitzen. Den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Nude vor allem, ne? Es ist einfach braun, Claudia. So sieht der Lip Liner aus, wenn man ihn wirklich nur auf die Außenlinie der Lippe gibt. Ich persönlich mag es sehr gerne, wenn ich noch ein bisschen das Innen auch auffülle, weil ich mir gleich auch nur ein Lipgloss drüber gebe und das soll schon alles sehr gleichmäßig aussehen und nicht so 90er-Jahres-Style. Aber der Lip Liner ist sehr, sehr pigmentiert und sehr schön. Mega, oder? Oh, das ist so richtig. Hier unten habe ich den Erdboden und hier oben habe ich den Wald gefühlt. Und jetzt kommt von Fenty Beauty. Ja, ihr habt bestimmt schon die Marke vermisst, aber ich habe ja ein Full-Face Fenty Beauty geplant. Der Lipgloss in der Farbe Gloss Bomb Fenty Glow. Gloss Bomb Fenty Glow, genau. Hat ein so dickes Füßchen, Wahnsinn. Hat auch ein bisschen der Kraft mit bei, passt aber auch richtig schön zu dem Lip Liner, finde ich. Das gefällt mir gerade so schön vom Gesamtkonzept her. Ich genieße das. Aber ein Produkt habe ich tatsächlich noch. Und zwar habe ich hier eine weitere Musikerin, die etwas herausgebracht hat. Und zwar Christina Aguilera, das Oh So Beautiful. Das ist ein Parfum. Und ich finde auch, Parfum gehört zu dekorativer Kosmetik. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Zu dekorativer Kosmetik und ja, in ein Full-Face-Influencer-Produkte. Das hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo in einer Beauty-Box mit drin. Und das kommt auf mich. Das soll man nicht machen, ne? Soll man nicht. Ich bin ein Rebell, wie immer. Oh, richtig schön floral, irgendwie aber auch frisch und frühlingshaft. Ich mag den Duft. Ich meine auch, dass da irgendwas mit Jasmin mit drin ist. Ich mag das. Riecht richtig toll. Und Leute, das ist jetzt
Mein fertiger Look mit Influencer-Produkten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch irgendwelche Produkte hier aus diesem Fullface habt, wie ihr die so findet oder keine Ahnung, was euer liebstes Influencer-Produkt ist oder etwas, was ich auf jeden Fall mal testen sollte. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!